Guten Tag. Hier ist er. Bormann, der Lehrer aus Berlin. Haare habe ich mir nicht gemacht. Ist auch schwierig, ne? Also, der Leugnerlehrer ist zurück, muss ich hier lesen in der Zeitung. Diese Entscheidung dürfte für reichlich Zündstoff sorgen. Ich glaube, ich habe das alles klargestellt. Also, das Thema mit der Meinungsfreiheit sollte klar sein, ne? Also, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. In meinen letzten Videos habe ich das nochmal deutlich dargestellt, was da alles möglich ist. Und es geht deutlich über das hinaus, was ich gemacht habe. Ja? Und auch die Erziehung zum kritischen Bürger funktioniert genau so. Indem also jeder seine Meinung sagt und andere dazu was sagen können und dürfen. Wenn man jetzt jemanden den Mund verbindet und dafür sorgt, dass die alle nichts mehr sagen, dann hat man ja gar keine Diskussion. Dann wird man auch nicht das bestmögliche Ergebnis kriegen, ne? Und die Sache mit der Wissenschaft ist genauso. Also da gibt es Millionen von Wissenschaftlern und Wissenschaft spricht nicht mit einer Stimme. Nehmen wir nur mal den Urknall, ja? Können Sie sich das vorstellen? Dann kommt da einer und sagt, so und so war das. Und der eine sagt, das ist 4 Milliarden Jahre her und der nächste sagt, das ist 10 Milliarden Jahre her und der nächste sagt, das ist 20 Milliarden Jahre her und jeder hat seinen Beweis dafür, ja? Oder sagt, das mit dem Urknall ist alles Quatsch. Oder, Thesen gibt es wie Sand am Meer. Und bewiesen ist auch nicht alles. Also da gibt es dann immer noch Möglichkeiten, etwas anders zu sehen. Ne? Auch Einstein hatte da schon seinen Stress mit seinen Kollegen, die davor irgendwelche Behauptungen aufgestellt haben, die als unumstößlich galten. Und dann kommt er plötzlich an und sagt, ich habe hier was berechnet und das sieht für mich ganz anders aus. Und dann hat es Jahrzehnte gedauert, bis das bewiesen wurde. Ne? Also es ist nicht so, dass man da automatisch dann auf dem Thron sitzt, wenn man was Neues gefunden hat, was stimmt. Nein, die Sachen, die heute stimmen, die standen früher sehr stark im Zweifel. Ne? Und ich vertrete tatsächlich für mich den Anspruch, wissenschaftlich zu arbeiten. Ich zweifle den ganzen Tag. Ich bin der Skeptiker. Ich bin ein Anhänger von Murphy. Ja? Und Murphy sagt immer, was schief gehen kann, geht auch schief. Das heißt, planen Sie niemals basierend auf wackeligen Prognosen. Ne? Und die wackeligen Prognosen sehen Sie im Moment überall. Und wenn dann die Wissenschaft meint, darauf müsste sie aufsetzen und das einfach glauben, dann ist das wahrscheinlich keine Wissenschaft. Und wenn die Politik darauf aufsetzt, um irgendwelche Entscheidungen zu fällen, dann braucht die Politik doch nur einen Schuldigen, den sie dann vorzeigen kann, falls das, was sie selbst entscheiden, schief geht. Ne? Und deswegen, also, willkommen bei Frame TV. Sie haben wieder was dazugelernt. Ne? Sie sind jetzt völlig ideologisch indoktriniert. Von mir. Ne? Dem bösen Corona-Leugner Bormann, der dann auch noch Lehrer sein darf in Berlin. Peace. Alles gut.